Die Geistersäule. In der Vorzeit lag in der Gegend von Chiang Mai eine Stadt des Lava-Volkes. Die Bewohner dieser Stadt wurden von bösen Geistern geplagt in verschiedenster Weise. Das war eine große Sorge für die ganze Stadt. Pra In, der König, bemerkte es durch sein magisches Auge und sah, wie die Bewohner der Stadt von ihrem Kummer niedergedrückt waren. Er beschloss, ihnen zu helfen und hielt sie an, die Gebote zu halten und die Wahrheit zu pflegen. Dann wäre die Stadt gegen alle Gefahren gefeit. Die Bürger gehorchten und taten nach des Gottes Geheiß. Als Pra In nun sah, dass die Bürger die Gebote befolgten und die Wahrheit über alles verehrten, schenkte er ihnen einen Silberbrunnen, einen Goldbrunnen und einen Kristallbrunnen, die er inmitten der Stadt erschuf. Wer aus den Brunnen schöpfen wollte, brauchte nur ein Gebet zu sprechen, und sein Wunsch war erfüllt. Damals lebten in der Stadt 9 Sippen des Lava-Volkes. Als Pra In den Silber, den Gold und den Kristallbrunnen geschaffen hatte, teilte diese 9 Sippen in 3 Gruppen, von denen jede einen Brunnen zu pflegen hatte. Alle 9 Sippen aber waren berühmt im Land der Millionen Felder durch ihren Reichtum. Ihrer Stadt gaben sie den Namen Nopburi, Stadt der Freude. Später umgürteten die 9 Sippen ihre Stadt mit Mauern. Innen legten sie allerlei Blumengärten an und lebten voll Glückseligkeit, denn sie besaßen ja die 3 Brunnen. Die Kunde von dem Reichtum der Stadt Nopburi verbreitete sich schnell. Die Städte, die davon erfuhren, sammelten ihre Kriegsheere und zogen nach Nopburi, um die Stadt zu plündern. Die Bürger fürchteten sich und vertrauten sich einem Einsiedler an, den sie um seinen Beistand anflehten, die Gefahr zu bannen. Der Einsiedler brachte die Angelegenheit vor Pra In zur Sprache, und der Gott rief 2 Riesen herbei. Sie sollten die göttliche Intakin-Säule inmitten des Himmels ausheben, sie an einem eisernen Tragstock auf die Schulter nehmen und im Boden der Stadt Nopburi wieder aufrichten. Die Macht der Intakin-Säule verwandelte die Krieger der anderen Städte, die gekommen waren, um die 3 Zauberbrunnen zu plündern. Sie wurden zu friedfertigen Kaufleuten. Die Bürger teilten mit ihnen die Reichtümer der 3 Brunnen. Sie erlaubten den Kaufleuten, die Gebetsfeier zu verrichten, wie sie selbst es gewohnt waren. Anfangs fügten sich die Kaufleute diesem Gebot. Später fingen sie an, Unfug zu treiben und stahlen wohl auch dies und das aus den Brunnen, ohne vorher nach dem Brauch gebetet zu haben. Ja, es gab sogar manch einen, der alle Ehrfurcht vor der Säule vergaß und sie mit seinem Schmutz besudelte. Die Riesen, die bei der Säule Wache hielten, nahmen sie kurzerhand auf und trugen sie fort in den Oberhimmel zurück. Die Silberquelle, die Goldquelle und die Kristallquelle versiegten, denn ihrer übernatürlichen Kraft waren sie nun beraubt. Wer von ihnen etwas erbat, bekam es nicht mehr. So verließ das Glück die Stadt und Entbehrungen suchten ihre Bürger heim. Ein alter Mann aus dem Lava-Volk trat eines Tages zum Heiligtum, um die Säule anzubeten. Da sah er, dass sie fort war und in den Himmel zurückgekehrt sein musste. Tiefe Trauer empfand der Alte, sagte dem Weltenleben ab und trat in den Orden. Er blieb als Einsiedler da und pflegte das Gebot der Meditation wohl 2 Jahre lang. Da kam ein Mönch aus dem Walde Himappa und weissagte, die Stadt werde sehr bald von der Vernichtung ereilt sein, weil ihr die Intakin-Säule abhanden gekommen. Die Bürger baten den Mönch, ihnen zu helfen. Der willigte ein und suchte Pra In auf. Der Gott empfahl, dass die Bürger aus Eisen eine Schüssel wie eine mächtige Pfanne gießen sollten,
acht Finger dick und vier Ellen breit und lang. Eine acht Ellen tiefe Grube sollte sie dafür ausheben und Abbilder formen von allen Tieren auf der Erde, je Art ein Paar. Auch Bilder von Menschen sollten sie formen, dass es vollständig sein, alle Menschen der 101 verschiedenen Sprachen. Dazu sollten sie die Abbilder der Elefanten formen, eines männlichen und eines weiblichen. Alle diese Abbilder sollten sie in die große Schale legen. In das bedeckende Erdreich sollten sie eine Nachbildung der Intakin-Säule senken und das Fest der Anbetung feiern, ganz als wäre es die echte Säule des Himmels. Wenn dies alles gelungen sei, dann werde die Stadt wieder erblühen und das Glück ihr ewig leuchten. Als die Bürger das Gottesgebot wahrnahmen, beeilten sie sich, ihm Folge zu leisten. Sie vollbrachten das Werk und die Stadt erholte sich und blühte auf. Die Bürger fanden zurück zu Glück und Zufriedenheit. Der Brauch, die Intakin-Säule anzubeten, verlor sich nicht bis heute.